Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Grounded mit dem Raki. Ja, guten Tag zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder alle dabei seid. Und freue mich auch immer, wenn ihr mir Tipps gebt und in die Kommentare schreibt, wenn ihr irgendwas Neues wisst oder Ideen habt, wie man Dinge lösen kann oder einfacher gestalten kann. Da freue ich mich immer. Da freue ich mich immer sehr. So, ja, wir müssen erstmal nachschauen. Was haben wir denn hier noch in der O? Da sehen wir schon. Wir haben ja ganz viele Quarzitbatzen gemacht. Die sind aber noch, ach so, die sind ja nur in der Reihenfolge praktisch drin. Also, die sind da quasi aufgereiht. Mehr habe ich noch nicht. Genau. Und jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich den reparieren kann und werden, was ich dafür brauche. Ah ja, Quarzit und Termiten. Ah, Quarzit habe ich im Moment nicht mehr. Ist aber nicht so schlimm. Ich wollte nochmal nachschauen. So, ja, was brauche ich denn? Hier ist genug Stängel. Ich wollte mal ein paar Stängel holen gehen, denn in dieser Folge werden wir mal wieder anfangen, ein bisschen zu basteln. Das müssen wir unbedingt tun, bevor wir dann wieder andere Dinge vorhaben. Es gibt ja immer noch einiges Unerledigtes hier rum zu tun und irgendwann muss ich es... Oh, hi. Hallo Wolfi, was machst du denn da? Trifft sich aber gut, weil die muss ich sowieso... Was macht die denn da? Muss ich sowieso besiegen, wollte ich gerade sagen. Ich habe gar nicht diese... warte mal. Oh, da ist sie schon. Oh, die springt aber, mein Lieber. Na? Hallo, Wolfi. Wolfi besiegt. Trotzdem ein bisschen gelitten, muss ich ehrlich sagen. Ja, damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet, dass jetzt Wolfi hier um die Ecke biegt. Aber das macht doch nichts. War doch ganz praktisch, ne? Bin ich ja nicht satt. Mal eben gucken, was haue ich mir denn da schnell so ein Wievel rein. So, damit ich wieder gut drauf bin nachher. So, Wolfi haben wir besiegt, rucki zucki. Dafür gibt es ja ordentlich Punkte. Ich glaube 750 sogar. Ist eigentlich ganz gut, dass sie jetzt hier lang marschiert ist, ne? Dann haben wir das auch schon erledigt. Naja, und was ich machen will, ist, ich möchte gerne dafür sorgen, dass wir leicht darüber rutschen können. Deswegen muss ich da oben das Ding ein bisschen verbessern. Also höher bauen, ne? Und das wollte ich jetzt eigentlich mal angehen mit euch. Na, warte mal, kann ich auch hier lagern? Ich lagere die mal hier rein. Und hole die mal eben. Hier ist auch kaputt, ne? Auch kaputt gegangen. Ich glaube auch durch die Wievel. Die haben da irgendwie. Die Rüsselkäfer sind da irgendwie lang marschiert und haben irgendwas kaputt gemacht. Erstaunlich, wie weit die doch wieder läuft, ne? Die Wolfsspinne. Die war lange nicht mehr hier. Wirklich sehr lange nicht mehr. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wovon es abhängt, ne? Ob die da jetzt langläuft oder nicht. Keine Ahnung, ne? Weiß ich nicht. Schon aber interessant. So. Das bauen wir hier mal ordentlich drauf. Dann hole ich mal alles zusammen. Vielleicht hole ich mir da oben den auch noch. So viel wie geht. Und dann bauen wir oben. So einfach wie geht. Bauen wir es oben dran. Ne? Ich habe leider keinen Smoothie mehr. Aber ich denke mal, wenn jetzt nichts passiert, müsste ich eigentlich auch selber wieder von selbst heilen sozusagen. Es darf natürlich nicht noch eine Wolfsspinne kommen. Wäre nicht so gut, ne? Das wäre nicht so schlau. So. Zack. Na, du kleine Blattlaus. Hi. Na? Wie spät haben wir das? So, kurz nach 8. So, hier ist voll.
dauert echt gefühlt ewig, bis das Ding aufgepimpt ist, ne? Bis das Leben wieder aufgemotzt ist. Dauert wirklich sehr lange. Muss man wirklich mal sagen. Dauert echt eine ganze Weile, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Ich möchte jetzt nicht unbedingt, unbedingt hier einer weiteren Wolfsspinne entgegenstürmen. Da muss man doch eine ganze Menge. Vielleicht baue ich da oben auch nur so einen kleinen Mini-Turm nach oben drauf oder sowas. Nur, dass wir praktisch zwei Stockwerke höher sind, ohne großen Aufwand, damit wir steiler rutschen können. Ne? Das wäre gut, damit wir schneller hinten sind. Naja, und dann wollte ich heute in der Folge auch mal hinten gucken. Da waren ja diese pure Wissenschaft noch, die ich da abgreifen wollte. Ne? Das wollen wir auch machen. Das gucken wir uns dann gleich zusammen an. So, das haben wir. Wahnsinn. Habe ich das auch schon alles abgegriffen? Okay. Ja, ich glaube, dann gehen wir jetzt schlafen und dann habe ich überlegt, dass ich das Ding hier auch abreiße. Das brauche ich gar nicht mehr. Brauche ich gar nicht mehr, ne? Das klingt jetzt ein bisschen doof, aber brauche ich wirklich nicht. Nicht mehr. Das war ja nur so ein Test. Ein Test war das und die Materialien brauche ich eigentlich um den neuen zu bauen. Jetzt hole ich mir nur mal eben die Seidenseil und den Ton und so, ne, den ich dafür brauche. So, dann habe ich alles, ne. Dann gucke ich mal, ob ich da oben was gebastelt kriege. Jetzt nehme ich doch mal so viel mit, wie geht. Vielleicht auch das ganze Paket hier. So, jetzt gehen wir mal eben hoch gucken, was man da machen kann. Immer mal gucken. Kann nicht schaden. So. Okay. Hier sind wir. Und wir wollen auf jeden Fall höher kommen, ne? Vielleicht kann ich den so lange hier oben aufstellen. Vielleicht hier drehen. So, jetzt lass mal überlegen, was könnte man denn hier machen, damit es schneller geht? Vielleicht hier einen Deckel drauf. Und ja, vielleicht einfach einen Deckel drauf machen. Und dann eine Leiter nach oben oder sowas. Ich guck mal, was können wir denn hier machen? Also. So. Jetzt brauche ich erstmal einen gebogenen Grasboden. Den können wir hier oben so hinsetzen. Vielleicht. Passt das? Ja, ne? Passt. So. Und dann geraden Boden. Brauche ich natürlich auch wieder Gras, ist mir schon klar. So. Dann hätten wir einfach das Ding zu, ne? Und dann bauen wir da einfach noch eine Leiter hoch. Vielleicht von da oder von der Seite oder sowas. Warte mal, eine Leiter, beziehungsweise keine Leiter, sondern eine Grastreppe, ne? Wisst ihr schon Bescheid, ne? So, Grastreppe. Und so. Ja, am besten von da, ne? Am besten von da, genau. Dann machen wir die von da
sodass die hier so rauf geht. Und da machen wir so einen Rundbogen, dann sind wir oben drauf. Okay, dann machen wir das so. Das lagere ich hier nochmal ein. So, mehr kann ich nicht einlagern. Mehr kann ich nicht einlagern. Okay, dann habe ich die Materialien aber hier schon mal. Dann lagere ich das, lege ich das einfach mal hier hin. So, lass mich überlegen. Dann brauche ich jetzt noch Grasplatten, ne? Ja. Dann nehme ich das Ding auch mit runter. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Dann holen wir uns Grasplatten morgen und dann bauen wir das Ding höher und dann ist es steiler und dann können wir da auf jeden Fall schon mal schneller runterrutschen. Vielleicht mache ich da so 2 Etagen hoch. So auf die Schnelle, ne? So. Jetzt gar keine Wendeltreppe dahin, sondern eben nur. Ah, hier kann ich nicht runterspringen, das dauert. Erstmal viel zu gefährlich, ne? So. So, so, so. So, jetzt gehen wir erstmal pennen. Perhaps we should make camp for the night. Und man wird relativ früh wach, ne? Jetzt haben wir 7.54 Uhr. Das ist eine gute Zeit auf jeden Fall. So. Das muss ich jetzt schnell essen. So. Achso, ja, die Spinnenfangteile hier, die kann ich hier irgendwo drunter drin lassen. Ich glaube, hier unten hatte ich so ganz viele. Ja. Quarzit habe ich auch hier irgendwie. Einen. Super. Und hier müssten die auch fertig sein. Die ganzen Quarzit-Batzen. Voll cool. Batzen hier, ne? So, Quarzit-Batzen. 5 Stück habe ich 9. Und hier müssten dann auch noch welche sein. Schon Wahnsinn, ne? Wie viel man dann hat. Und wie wenig man da eigentlich mitmachen kann. Okay. Denn ich möchte ja gerne meine Minzkeule auf Stufe 9 bringen, da brauche ich 10 Quarzitjuwelen, ne? Und für ein Quarzitjuwel brauche ich 2 Quarzitbatzen und einen Glitzipanzer, ne? Und die muss ich erstmal wiederholen gehen. Da muss ich wieder besorgen gehen. Das dauert ein bisschen. So, jetzt gehe ich aber erstmal Gras besorgen, ne? Damit wir da das Ganze höher bauen können. Das habe ich ja gesagt. Das machen wir jetzt mal. So. Und da hinten gibt's auf jeden Fall Gras. Schön aufladen, das Ganze. Wunderbar. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt, wenn man da oben hochkommt dann und ich habe da meine Idee, wie ich das hochbauen möchte. So, noch ein bisschen. Gespannt, wie die das jetzt im Patch 013, ne? Der soll ja auch irgendwann jetzt kommen, was da geändert wird, ne? Oh, habe ich dich erwischt? Anscheinend, ne? Anscheinend habe ich dich erwischt. Was da gemacht wird, ne? Also es soll ja dann eine ganze Menge gemacht werden.
der Kampf soll besser werden oder anders werden und weiß nicht, was die da alles vorhaben. Das wird schon eine ganze Menge werden und Base, Defense und sowas. Und da weiß ich auch gar nicht, ob ich das nachher so gut finde, wenn die Basis immer, wenn die Basen dann so verteidigt werden müssen, quasi, wenn ich immer aufpassen muss. Na gut, wenn man es abschalten könnte, wäre natürlich für mich super, weil ich will nicht zurückkommen und mein ganzer Strandpalast ist kaputt. Also das wäre schon ziemlich nervig. Ne? Aber gut, das glaube ich auch nicht. Das müssen wir erstmal abwarten, ne? Bis da so Neuigkeiten rauskommen. Dauert noch ein bisschen. Ich habe gedacht, es würde eher kommen. Oder der PTR würde jetzt schon Tests starten und sowas, aber das kommt noch gar nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. So, jetzt gehen wir erstmal hoch, ganz in Ruhe und bauen da oben die Treppe höher. Und dann gucken wir mal. Dann müsste eigentlich das möglich sein, was ich vorhabe. Ich bin mal gespannt. So. Achso, den muss ich erstmal hier abstellen, ne? Zack. Zack, so, der ist fertig. Super. Ach ja, den brauche ich auch. Den muss ich auch fertig machen. Das sind praktisch die Platten. So, hoffentlich habe ich jetzt noch genug für den Rest, ne? Ich will jetzt hier nicht... So, jetzt müsste ich eigentlich noch höher bauen, aber erstmal muss man ja hier noch rankommen. Brauche ich wieder so einen gebogenen, damit man hier so um die Ecke kommen kann, so habe ich gedacht. Ne? Dann kommt man hier so um die Ecke rum, ne? So kann man hier so runtergehen und hochgehen, so. Und dann, ja, dann ist die Frage, oder sollen wir noch weiter hochgehen? Beziehungsweise, kann ich das Ding umstellen? Nö, ne? Geht gar nicht, ne? Kann man gar nicht umstellen, das ist auch ein bisschen doof. Hier kommt man noch nicht rum, da muss ich hinten rumlaufen. Och, hinten rumlaufen. So, dann kommt man hier hoch und dann... Oder reicht das aus? Ist das dann steil genug? Ein bisschen höher noch. Jo, dann muss ich mal gucken. Also, warte mal. Bauen wir vielleicht nochmal so ein halbrundes Ding. Obendrauf. Und zwar hier so ein... Drei Plattenstängel. Oder soll ich nur die machen? Nur Stängel, ja, das ist gut. Zwei Stängel ist gut. Dann machen wir hier noch so einen halbrund drauf. Ne? So, kommst du hier rein, zack, gehst du hoch und dann oben drauf die Plattform, ne? Dann können wir noch ein bisschen höher gehen. Und zwar, warte, da mache ich hier noch eine Grastreppe hin, hier drauf. So. Mist, ich habe schon wieder keine Platten. Zack, Platten sind durch. So verrückt, wie schnell das geht. So, und dann kann ich da aber mit Stängeln weiterarbeiten. Da habe ich ja noch ganz viele hier. Zack. So. Das ist schon mal gut, ne? Und dann vielleicht obendrauf so ein Stängelboden, ausnahmsweise, weil der schneller geht, weil ich jetzt nicht mehr runterlaufen möchte, unbedingt. Hier, da brauche ich, ach, da brauche ich Seil. Ja, aber Seil habe ich unten, ne? Vier Stängel, das ist natürlich auch viel. Ein Grasboden brauche ich vier Platten, ja. Das ist eigentlich. Ich kann auch Gras holen gehen, ne? Das ist eigentlich das Gleiche. Okay, machen wir mal hier so eine halbrunde Dings rein und da auch. Und dann wieder so einen geraden Boden. So. Und dann käme man dann hier rauf und wäre dann da drauf. Und dann könnte man von da hier. So, pass auf. Jetzt muss ich gucken, ob ich so einen Seilrutschen-Ankerpunkt oben hinkriege. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich glaube hier. Oder hier war es, ne? Dürrgestell, Tausammler. Wegmarkierung da. Dann, ne, gehen wir hier drauf, dann
von da geht es dann steiler, auf jeden Fall steiler runter. So, was brauche ich denn dafür, für das Ding? Ton, viermal Ton und Unkrautstängel und so weiter. Und jetzt brauche ich aber erstmal, okay, brauche ich doch nochmal Platten. Also Grasplatten. Warte mal, ich habe hier noch die Stängel. Die würde ich noch eben einsammeln. Die brauche ich jetzt hier nicht. So. Okay. Ja, dann nehmen wir den nochmal mit. Und laufen nochmal eben runter. Dann besorge ich jetzt nochmal eben Grasplatten. Und wenn wir die gesammelt haben, gehen wir wieder hoch. Ich würde das jetzt mal schnell alleine machen, damit er nicht schon wieder das gleiche anschauen müsst. Das ist ja dann auch langweilig. Also wir sehen uns dann gleich wieder, ja? Ich besorge das nur schnell und dann sehen wir uns wieder oben mit der vollen Platte. Okay, also bis gleich. So, Freunde, ich bin wieder oben und genug Platten besorgt. Das ist schon mal gut. So, und jetzt besorgen wir, machen wir das oben noch hier fertig. Das ist sehr gut. Die Platte unten drunter. Hier die noch. So, da fehlt mir noch eine. Die besorge ich mir auch noch schnell. So. Und dann kann ich das Ding auch schon bauen. Da brauche ich noch 6 Stängel und Ton. Ne? Stängel habe ich hier. Ich habe es schon besorgt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das sind jetzt erstmal nur 5. Ne? Kann der maximal tragen. Ist aber egal. So, jetzt brauche ich noch einen Stängel und Ton. Ton habe ich unten. Einen, ne? So, noch 3-mal Ton. Ton habe ich nicht mit. Muss ich noch besorgen. Okay, Freunde. Und dann machen wir die Verbindung nach hinten wieder neu. Da freue ich mich schon drauf. Die alte machen wir weg. Und dann haben wir hier ein bisschen mehr Steilheit. Und dann geht das, ne? Okay, Freunde. Dann sage ich mal an dieser Stelle Tschüss. Und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschalten werdet. Das wäre super. Ich danke sehr fürs Zuschauen und sag mal bis zum nächsten Mal. Euer Raki. Haltet die Ohren steif. Bleibt gesund, ne? Tschüss.